Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum duften Monat September. Ich zeige euch, was ich im September alles gedüftelt habe und das ist tatsächlich mein erster Monatsrückblick. Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, ich warte bis nach dem Umbau und der sollte ja im August sein, aber das hat sich ja jetzt bis Ende November gezogen. Der ist ja jetzt die nächsten Tage, deswegen habe ich gedacht, komm, fang einfach schon mal an, weil ansonsten wird es nie was. Ja. Der September ist jetzt sehr, sehr, sehr spät dran. Ich weiß, es ist ein absoluter Nachzügler. Wir haben November, aber ich habe es schon mal gedreht und meine Dateien waren ja kaputt. Und danach hatte ich einfach keine Zeit, den nachzuholen, beziehungsweise andere Sachen musste ich vorher machen. So aufgebraucht Videos und so ein Zeug. Eben Sachen, wo Müll rumstand, was weg musste. Und ja, deswegen der dufte September, jetzt kommt er. Und ja, falls einige von euch sagen, oh nee, das ist mir jetzt aber viel zu spät, September, das ist ja schon Äonen her, ja, dann schaut er halt einfach nicht, denn die Düfte werden bestimmt wiederkommen, keine Sorge. Aber ich habe versprochen, dass ich ihn nachreiche und es gibt einige, die so sind wie ich und die sagen, oh, duftes Video, oh, mir doch wurscht, von wann, Hauptsache Dufte, ne? Deswegen reiche ich das jetzt auch nach und wir starten auch gleich. Es wird doch relativ schnell gehen, denn so dufte war der Monat nicht. Wir waren öfter krank. Erst hatten Mann und Tochter Mandelentzündung. Ich war dann auch krank. Ich habe keine Mandeln mehr, aber den Rest habe ich bekommen. Und dann kam Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Und wenn sie zu Hause ist, düftel ich ja nicht so viel, weil ich mit kleinen Kindern da immer noch so ein bisschen unsicher bin, ob das jetzt wirklich sein muss. Deswegen, ich will nicht sagen, dass es nicht geht. Vielleicht könnt ihr mir dazu ja mal was sagen. Man findet da echt schwer richtig gute Aussagen zu. Auch wenn man Ärzte fragt, finde ich, kriegt man da nicht wirklich Antworten. Die sind es, glaube ich, nicht gewöhnt, dass einer reinkommt und fragt, wie ist denn das mit Duftkerzen? Ich habe den Eindruck, das sind Ärzte nicht gewöhnt. Naja, auf jeden Fall wurde da nicht so viel bei uns gedüftelt. Aber ein paar Düfte sind zusammengekommen und die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar war der September ja noch relativ warm. Er war jetzt nicht unbedingt schön vom Wetter her. Ich finde sogar, er war relativ uselig, aber es war sehr warm. Und wenn es so warm ist, kann ich noch keine richtigen Herbstdüfte anzünden. Und deswegen habe ich angefangen mit Margarita Time. Ja, ein ganz toller Cocktailduft, wie ich finde. Der riecht richtig schön nach spritziger, grüner, saurer Limette mit braunem Zucker und Salz. Das finde ich an dem ganz, ganz toll, dass man auf dem Label diese Salzkruste, die ihr da auf dem Glas habt, die riecht ihr auch tatsächlich in diesem Duft. Und ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Aber bei mir ist es leider so, dass das Glas ziemlich schwach ist. Ich hatte den zu viel, viel früheren Zeiten mal als Tart in der Duftlampe und da fand ich den halt super. Und dann habe ich mir auch das Glas gekauft, weil der dann auch relativ schnell wieder aus dem Sortiment ging. Aber das Glas finde ich leider echt schwach und ich mache den wirklich nur in kleinen Räumen an. Weil wenn ich den hier im Wohnzimmer Diele anmache, diese 45 Quadratmeter, das schafft der nicht. Würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch? Habt ihr den? Ist der bei euch stärker? Habe ich ein Montagsglas? Weil, ja, man kann ihn riechen, aber ich finde ihn leider nicht so intensiv. Dabei ist das so ein wunderschöner Duft. Dann hatte ich mal wieder einen Großreinemachtag und dabei habe ich Fluffy Towels angezündet. Das ist ja auch so ein Everyday-Duft, der geht eigentlich immer. Der riecht einfach nach toller, frisch gewaschener, weißer Wäsche. Es ist irgendwie immer weiße Wäsche. Mit einer richtigen Zitrusnote. Der hat allerdings eine Note drin. Vielleicht ist es dieses extrem Zitrische, was ich nicht immer mag. Ich kann es haben, aber es gibt Tage, wo es mir Kopfschmerzen macht. Ich kann den nicht immer anbrennen. Anders ist es bei Clean Cutten. Clean Cutten komischerweise kann ich immer. Da muss ich schon gucken, dass es der richtige Tag ist. Weil wenn es schlecht läuft, kriege ich tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen von dem. Aber an sich ein richtig, richtig schöner, frischer Duft. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das Wetter draußen schon so warm ist, kannst du dir auch den Urlaub in deine vier Wände holen und habe Pina Colada angezündet. Ist auch einer meiner liebsten Sommerdüfte von Yankee Candle. Einfach aus dem Grund, weil ich Pina Colada liebe. Fast noch mehr liebe ich alkoholfreie Pina Colada, weil ich den Alkoholgeschmack überhaupt nicht bräuchte. Mir reicht einfach dieses sahnig-cremige Ananas-Kokos-Feeling. Wow, super toll und ich liebe diesen Cocktail und ich liebe diesen Duft, denn genau so riecht er auch. Nach sahniger, cremig-milchiger Kokosnuss mit Ananas. Richtig toll. Wer den gerne hätte oder einen vergleichbaren sucht, könnt ihr auch bei Country Candle schauen. Die haben den Coconut Colada und der ist tatsächlich noch besser, wie ich finde.
Beziehungsweise, ich denke, es ist Geschmackssache. Hier ist ein bisschen mehr Ananas drin. Im Coconut Colada ist, finde ich, noch mehr von dieser cremig-sahnigen Kokosnuss drin. Die ist dominant bei Coconut Colada. Hier hält sich das mit der Ananas die Waage. Und da ich eher auf die milchig-sahnige Kokosnuss stehe als auf das Ananas, ist für mich der Coconut Colada der noch einen Ticken bessere Duft. Aber ansonsten nehmen sie sich nicht viel. Es sind beides wunderschöne Düfte und kann ich jedem empfehlen, der auf Pina Colada steht. Und dann habe ich zwei sommerliche Düfte noch angezündet, einfach weil ich sie endlich hatte. Ich habe nämlich lange drauf gewartet. Ich habe sie mir bei Candles Direct bestellt, weil sie da im Angebot waren, zusammen mit ein paar Treasures und anderen Standarddüften, die komplett reduziert waren. Da habe ich gedacht, komm, nimmst du mit. Und leider gab es da ein Problem. Und zwar ein Problem, das ich auch bei Yankee UK vor einiger Zeit hatte. Aber nur einmal, nur ein einziges Mal. Ich denke, das hat irgendwas mit einer Systemumstellung oder mit irgendwas zu tun. Denn es wurde durch meine PayPal-Zahlung eine uralte E-Mail-Adresse und eine uralte Versandadresse und mein alter Name reingezogen. Es hat also überhaupt nichts gepasst und das Päckchen kam nicht an. Das habe ich dann geschrieben und die haben das geprüft. Okay, Fehler auf deren Seite. Und ich musste warten, bis das Päckchen zu denen zurückkommt, weil ich einen Duft bestellt hatte, den hatten sie nicht mehr. Den wollte ich aber gerne, deswegen habe ich gewartet. Nach 3 Wochen haben wir uns wieder gemeldet und da hieß es, Herr Müller-Meyer-Schmidt hat es entgegengenommen. Ich habe gesagt, ich kenne keinen Müller-Meyer-Schmidt. Ich bin nicht Müller-Meyer-Schmidt, wo ist das? Ach nee, versehen, es war noch gar nicht wieder bei uns. Ja, und dann haben wir gesagt, ach komm, weißt du was, lass gut sein. Ich möchte mein Geld wieder haben, ich möchte mir die Düfte jetzt endlich kaufen. Die anderen waren eigentlich nur eine Zugabe, ist nicht schlimm, ist okay. Ich werde auch weiter bei den Seiten bestellen. Ich glaube, das war eine einmalige Sache, wie gesagt. Ansonsten hat es immer geklappt, deswegen überhaupt kein Stress. Aber in dem Moment hatte ich darauf jetzt keine Lust mehr und deswegen storniert. Und habe sie mir bei Amazon bestellt, denn da gab es die dann auch schon zu einem guten Preis von 15 Euro. Hier habe ich sie beide bestellt, kam an, eins zerbrochen. War auch toll verpackt, also super, klasse. Die Kerze ist drin rumgerollt, klasse. Ja, habe ich sie neu bestellt und die alten zurückgeschickt, dann kam ein neues Päckchen an. Wieder die Kerze kaputt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hör mal zu, das ist doch dasselbe Paket, ich bitte dich. Guck mal, die haben so, das sind doch dieselben Bruchstellen. Ja, und dann habe ich es so gemacht, dass ich die eine heile Kerze raus habe. Dann habe ich die kaputte zur Seite gelegt, habe die neue bestellt, habe gewartet, bis sie da ist und dann die alte zurückgeschickt. Und dann hatte ich es auch. Was eine Geburt. Also wirklich. Ja, jedenfalls geht es um diese beiden Kerzen. Die wollte ich nämlich unbedingt zusammen haben. Lange Rede, sehr kurzer Sinn. Es geht um Viva Havana und Cuban Mojito. Und die kam andauernd zerbrochen an. Und Viva Havana und Cuban Mojito sind ja aus der letzten Sommerkollektion und ich fand sie gut. Viva Havana riecht einfach nach richtig süßer, rauchiger Vanille. Mein Mann mag den ja gar nicht leiden. Es gibt ja von Balea, gab es ja im letzten Sommer auch ein Duschgel, das Viva Cuba. Gleiche Farbe, gleiche Aufmachung, sehr ähnlicher Duft. Ich glaube, da haben sie sich zusammengetan. Mein Mann mag das nicht. Mich erinnert es aber an unseren Urlaub auf Koh Samui. Und zwar an die Beachbar, wo wir die Shisha hatten mit Vanillearoma. Die Shisha gab es bei denen die ersten Abende immer gratis dazu. Dann haben wir sie halt mitgenommen. Und da gab es ja verschiedenste Aromen. Und den einen Abend war es eben Vanille und genau so riecht die. Und die erinnert mich einfach so an diesen Urlaub, dass ich die total mag. Sie hat mich aber nicht umgehauen. Ich fand sie gut, aber ich fand es irgendwie ein bisschen zu rauchig und irgendwie nicht so speziell. Ich weiß nicht. Sie hat gebrannt, sie war okay. Ich hatte sie im Bad an, es war in Ordnung, aber ja, ging so. Ne? Der Sampler brannte im Bad vor sich hin und war in Ordnung, aber mehr auch nicht. Gleiches Spiel bei Cuban Mojito. Obwohl der sehr authentisch nach Mojito riecht, nach spritzig saurer Limette mit braunem Zucker und richtig frischer Minze. Als würdet ihr die Minzblätter zwischen den Fingern zerreiben. Ganz, ganz toll und sehr authentisch. Interessanterweise hatte ich den dann im Gang brennen, Viva Havana im Bad und den in der Diele, den Sampler. Und ja, er war an, aber auch der war so nett. Er war nett, er war okay, aber es war nichts Besonderes. Und dann habe ich abends die beiden Düfte mit ins Wohnzimmer gebracht, weil ich die Kerzen nicht aus den Augen lassen wollte. Und da brannten sie hier zusammen. Und dann habe ich angefangen zu schnuppern und habe gedacht, was ist denn das? Das riecht ja richtig gut. Und auch mein Mann fand es gut. Und deswegen habe ich entschieden, dass das der einzige Fall ist, wo ich wirklich zwei Kerzen nebeneinander abbrenne. Ich brenne ja eigentlich noch nicht mal in verschiedenen Räumen verschiedene Kerzen ab, weil ich mich meist in dem einen Raum aufhalte. Und normalerweise auch keine zwei zusammen. Nicht mal aus einer Entscheidung heraus, es ist einfach so.
Und ich finde es auch ein bisschen dekadent bei den Preisen, aber wenn sich's anbietet, würde ich es auch machen. Aber hat sich bisher noch nie ergeben. Aber diese beiden, habe ich gesagt, werde ich nur zusammen anzünden, denn in Summe ist es einfach ein toller Duft. Dann brannte im September ganz oft Berrylicious. Ein ganz toller Fruchtduft von Yankee Candle. Einfach nach saftigen, dunklen Trauben. Fertig. Ich finde, nach mehr riecht der nicht. Wenn der eine ganze Weile brennt, bilde ich mir ein, ein bisschen was von der Vanillesahne rauszuriechen. Aber ansonsten riecht er eher nach diesen dunklen Trauben und auch ein bisschen säuerlich fruchtig. Ich finde den ganz toll. Ich habe den nur lange nicht abgebrannt, weil irgendwie hatte ich mich satt gerochen an dem und konnte den nicht mehr leiden. Und jetzt habe ich angefangen und fand ihn wieder richtig gut. Der ist auch übrigens, finde ich, nicht zu vergleichen mit Blueberry Scone. Blueberry Scone riecht nach richtig saftigen, dunklen Blaubeeren, etwas süßlich, mit richtig viel cremiger Vanillesahne. Der riecht eher nur nach diesen säuerlichen Blaubeeren. Also ich finde, das ist überhaupt nicht derselbe Duft, gar nicht. Und den habe ich jetzt so oft angebrannt, einfach weil ich mir gesagt habe, ich habe noch zwei große Gläser von dem und ich möchte jetzt mal eins leer kriegen und deswegen versuche ich, das leer zu brennen. Dann brannte bei uns Mitte September Vanilla Cupcake, weil unsere Kurze Geburtstag hatte. Und da waren Oma und Opa da und auch meine Tante. Und ich habe mir gedacht, mit dem Duft kannst du nichts falsch machen. Ich düftel ja nicht so oft, wenn sie da ist, aber ab und zu mache ich es dann schon mal, wenn irgendwas Besonderes ist. Und eben Vanilla Cupcake habe ich für ihren Geburtstag rausgesucht. Und ich liebe diesen Duft. Der riecht für mich eigentlich nicht nach Cupcake und Zitrone und Topping, sondern für mich riecht der eigentlich nach frisch gekochtem, sahnigen, noch warmen Vanillepudding. Mit einem Hauch von karamellisiertem Zucker. Und wenn die eine Weile gebrannt hat und man sie auspustet, kommt dieser karamellisierte Zucker nochmal richtig durch und das riecht bombastisch, finde ich. Ich liebe diesen Duft. Das ist auch ein richtig intensiver Duft, wie ich finde. Und es ist von Yankee Candle tatsächlich mein allerliebster Vanilleduft. Den mag ich lieber als Christmas Cookie, lieber als Cookies and Cream oder als Buttercream. Ich finde den einfach fantastisch. Der ist so reichhaltig vanillig. Ganz, ganz toll. Und da brenne ich im Jahr auch mindestens ein Glas von ab. Und dann hatte ich noch einen weiteren Liebling von mir brennen, und zwar Carrot Cake. Und der riecht tatsächlich so, wie der Carrot Cake von Starbucks schmeckt, aber haargenau so. Ach, ganz toll. Das wusste ich allerdings bis vor kurzem nicht und ich habe den immer anders beschrieben. Wenn ich jetzt dran riechen würde und ich denke nicht an den Kuchen oder würde den Kuchen nicht kennen, würde ich sagen, der riecht nach buttrigem, dunklen Gewürzspekulatius. Aber richtig doll. Genau so riecht er für mich. Ich finde den richtig klasse und der ist super intensiv. Kommt aber auch gut Zimt durch, finde ich, wenn der brennt. Also Zimt sollte man mögen. Ist ein richtig toller Duft und ich glaube, ich habe davon noch drei Gläser, denn ich hatte mal mir einen Doppelpack gekauft und meiner Mutter eins. Meiner Mutter ist der aber zu viel und deswegen habe ich den jetzt noch richtig oft im Keller und deswegen, man sieht es auch, brenne ich den auch gut runter. Und dann bin ich ja im September auf die Village Candle gekommen. Ich habe ja lange gezögert, mir die zu kaufen. Beziehungsweise ich habe gar nicht mehr geguckt, weil ich dachte, die sind irgendwie schwach in der Duftabgabe, taugen irgendwie nicht so wirklich. Ich meine, ich hätte da mal was gehört und deswegen habe ich gezögert. Aber dann habe ich ein Bild von diesem Duft auf Instagram gesehen und da stand auch noch, dass er intensiv ist. Und dann musste ich ihn bestellen. Und zwar Orange Cinnamon. Und der riecht nach dem, was draufsteht. Nach saftigen, frischen Orangen, nach Zimt und nach Nelken. Ohne irgendwelches Gedöns. Genauso riecht er. Und genauso habe ich ihn mir auch gewünscht. Denn was ich im Winter sehr gerne mache, ist mir einfach Orangensaft aufzukochen. Zusammen mit Zimtstangen und ein bisschen Nelke. Das finde ich schmeckt so, so gut. Und ich liebe das. Und genauso riecht er für mich. Ich habe ja damals gedacht, von Yankee Candle, der Spiced Orange wäre was für mich. Aber der riecht nicht so für mich. Für mich riecht der Spiced Orange nach einem Saunaaufguss. Nicht schlecht, ich finde den gut. Aber gewollt habe ich wirklich so einen Orange-Zimt-Duft und ich finde den so fantastisch. Ich habe mir den auch nochmal gekauft und der ist auch alles andere als schwach in der Duftabgabe. Ich rieche den überall in der Wohnung und der poolt ganz toll mit seinen zwei Dochten. Also alles super und ich bin von den Village Candle sehr begeistert und war absolut kein Fehlkauf. Und weil mir Village Candle dann so gut gefallen hat, habe ich mich noch weiter umgeschaut und mir noch einen gekauft. Und zwar die Limited Edition Pumpkin Bread. Ich fand das Label toll und die Beschreibung und das ganze Bild. Ich musste mir den einfach bestellen und der ist auch definitiv ein guter Kauf gewesen. Der riecht für mich nicht nach Kürbisbrot, der riecht für mich, ganz kurz gesagt, nach dunklem, saftigen, frisch gebackenem Gewürzkuchen mit einem Hauch von Puderzucker.
Ihr kennt denn bestimmt diesen dunklen Gewürzkuchen, den man in der Weihnachtszeit oft bekommt, mit so ein bisschen Streusel oben drauf oder mit Puderzucker bestreut. Und genau so riecht er für mich auch. Vielleicht ein Hauch cremiger Kürbis noch drin, aber ansonsten 1:1 und ich finde den richtig toll. Und der ist auch richtig, richtig intensiv und absolut kein Fehlkauf gewesen. Ich freue mich total, dass der jetzt bei mir im Schrank steht. Ja, meine Lieben, das war der Duft des September und ihr seht, es ist relativ kurz und knackig gewesen, so viel war gar nicht. Und ihr seht, dass es auch nur Gläser sind. Das liegt momentan einfach daran, weil ich erstens im Moment lieber Gläser anbrenne. Ich mag das in der Jahreszeit einfach sehr gerne, wenn Kerzen brennen. Und zweitens habe ich keine Duftlampe aufgebaut momentan. Ich brauche eine neue. Und dann habe ich vor unserem Umbau einfach überhaupt keine Möglichkeit, momentan die hinzustellen. Und deswegen wird momentan auch kein Duftwachs bei mir angebrannt. Ich brenne ja eh keine Tarts mehr an von Yankee Candle. Nur noch Sampler zum Testen. Ansonsten mag ich die Tarts nicht. Die haben ja für mich so einen leicht seifigen Beigeruch. Mag ich nicht. Ich zündel dann lieber was von Beautiful Fragrances oder Duftimpressionen oder Iceflower oder Sensi oder Enchanted Scents. Finde ich um Klassen besser. Und sobald der Umbau fertig ist, wird auch hier wieder eine Duftlampe einziehen. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die Düfte auch kennt oder ob ihr die anders beschreiben würdet als ich oder wie ihr sie überhaupt so findet. Würde mich sehr interessieren und ich hoffe, dass wir uns bald in einem duften Video wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.